Moin Leute, was geht? Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Warcraft 3 Reign of Chaos. Und ja, wir spielen jetzt erstmal diesen kleinen Zwischenfilm ab, der Kriegsrat. Und ich halte jetzt mal meine Fresse. Noch nicht. Ups, erstmal Ladevorgang. In der Zwischenzeit, in der Zitadelle Entschuldigung. Ich fange nochmal an. Der Kriegsrat, in der Zwischenzeit in der Zitadelle der Schreckenslords, irgendwo im Sog der Unterwelt. Läuft alles wie geplant, Tichondrius? Lord Archimon verlangt einen Bericht über die Geißel. Der junge Todesritter des Lichtkönigs macht seine Sache gut. Fast zu gut. Ich frage mich, ob Ner'zhul Hintergedanken für seinen neuen Helden hegt. Auf lange Sicht bedeutet der Mensch nichts. Ner'zhul würde es nicht wagen, unsere Anstrengungen jetzt zu unterminieren. Wir müssen nur Sorge tragen, dass die Geißel anrichtet, wofür sie geschaffen wurde. Archimon lässt uns köpfen, wenn wir die Situation nicht meistern. Glaubt mir, Bruder, weder der Lichtkönig noch seine untoten Lakaien werden die Rückkehr der Legion gefährden. Sorgt dafür, dass es so ist. Lord Archimond macht kurzen Prozess mit Versagern. So, das war die kleine Zwischensequenz von den Schreckenslords. Und dann fangen wir auch gleich mal mit Kapitel 3 in die ewige Welt an. 6 Tage später bei den bewaldeten Grenzgebieten von Kel'Thalas. Ah, das wunderbare, das ewige Kel'Thalas. Seit meiner Kindheit war ich nicht mehr hier. Obacht! Wahrscheinlich lauern die Elfen im Hinterhalt. Die schwächlichen Elfen kümmern mich nicht, Totenbeschwörer. Unsere Streitmacht wird mit jedem getöteten Gegner stärker. Seid euch nicht zu sicher, Todesritter. Die Elfen darf man nicht unterschätzen. Wir werden sehen. Schafft den Gefangenen her. Wo ist der Eingang zu deinem Land, Elf? Ihr werdet Kel'Thalas nie betreten, gefallener Prinz. Die Wälder selbst schützen unsere Grenzen und die verzauberten Elfentore unsere Hauptstadt. Eure kostbaren Tore werden mich so wenig aufhalten wie diese Bäume, kleiner Elf. Bringt die Fleischwagen. Wir verschaffen uns selbst Zutritt. Die Energien an diesem Ort sind stark. Tötet die Elfen. Zerstört ihre Bauten. Diese Stelle ist perfekt für unser Lager. Mit Vergnügen. Die Untoten rücken vor. Alarmiert die Wachposten. So, würde ich sagen, das hört sich gut an. Nein, du greifst nicht mit an, Kollege. Schnürschuh. Ich gehorche mit Freude. Du greifst hier mit an. Zack, wir haben auch 2 Totenbeschwörer. Das ist geil. Ah ne, das machen wir hier noch nicht. Das kostet zu viel Mana. Ich beuge mich eurem so. Dummkopf. Ja. Dann kann der jetzt gleich mal Höfe bauen. Höfe. Nekropole natürlich. Erstmal, damit wir verseuchten Boden haben. Weil sonst können wir nämlich gar nichts bauen. Hier kann man leider nicht drauf bauen. Müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, bis unsere Nekropole fertig ist. Was ist Arthas ist Level 3. Jo. Hier geht jetzt... Da unten müssen wir hin, okay. Gibt es irgendwelche... Upsala. Nebenquests. Optionale Quests. Ich glaube, das ergibt sich immer erst dann, wenn man die sieht. Und du gehst mal mit Arthas hier unten hin. Oh, scheiße. Da haben wir jetzt keine Deckung. Mann, das dauert aber lange. Ihr seid hier unerwünscht.
Ich bin Sylvanas Windrunner. Sylvanas Windrunner. Ich rate euch, kehrt um. Ha! Ihr solltet umkehren, Sylvanas. Der Tod höchst selbst ist in euer Land gekommen. Versucht es nur. Das Elfentor zum Inneren Königreich wird von unseren mächtigsten Zaubern beschützt. Ihr könnt nicht vorbei. Das ist schon besser. Die ist gar nicht so schlecht. Und diese Elfensoldaten. Junge, Junge. Sprecht, Dummkopf. Stirb's. Die Beschwörung stirb, Windrunner. Frostmoon hat Hunger. Euer Befehl, oh, das Meister, ist gut. Ich beuge mich eurem Willen. Wo soll mein Blut vergossen werden? Mein Schicksal ist besiegelt. Zock, zock, hier bauen wir erstmal ein paar Höfe. So. Und danach gehst du... Ah ne, warte, einen kannst du noch bauen eigentlich. Euer Wille geschehe. Dann halt nicht, dann lass es sein. Oh Mann. Ja, Meister. Unsere Nekropole ist auch gleich fertig. Und dann hätten wir hier überall verseuchtes Gebiet, auf jeden Fall schon. Und wir müssen auch leider mal ein wenig Holz hacken. Abgeschlossen. Im Notfall kann Arthas auch alleine verteidigen. Das Blöde ist nur, dass er jetzt das Gottesschild nicht mehr hat, womit man unbesiegbar werden konnte. Die Ziggurats sind auch gleich fertig. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Man braucht ja nur einen Arbeiter, weil was will man mit mehreren noch, ne? Die Goldmine ist jetzt voll und einer kann ja mehrere Gebäude auf einmal bauen. Niemand erteilt mir Befehle. So. Dann hauen wir mal die Gruft jetzt auch raus. Damit wir schnell Ghouls bauen können. Friedhof machen wir auch nochmal. Meister. Da können wir dann unsere Soldaten upgraden. Ich beuge mich eurem. Dann ist das alles ein wenig leichter. Euer Wille. Und dann kannst du eigentlich nochmal ein paar Ziggurats bauen. Du hast ja sonst nichts zu tun. Was ist des Schattens Begehr? Totenbeschwörer finde ich ziemlich geil. Lässt zwei Skelette aus einer Leiche entstehen. Die halten aber, glaube ich, nicht für immer. Und um unseren Friedhof herum werden immer Leichen, tauchen immer Leichen auf. Deswegen können die hier das wunderbar auch verteidigen. Ich muss hier nur Rechtsklick draufdrücken, mit Rechtsklick automatisches Zaubern aktivieren. Und dann setzen die das immer ein, wenn die Mana haben und Leichen in der Nähe sind. Ist ziemlich nützlich. Und sonst an Schaden haben sie jetzt nicht so viel, aber... Die Beschwörung ist abgeschlossen. So, wir bauen uns erstmal 5. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Eigentlich können wir gleich mehrere. Wo ist unser Arbeiter? Da, den habe ich gar nicht gesehen. Halle der Toten. Okay. Du gehst nochmal Holz hacken. Und den nächsten schicke ich auch noch. Dann habe ich 5. Das ist eine gute Aufteilung. Und die restlichen werden dann meine Soldaten. So. Ich will euch auch mal alles zeigen. Deswegen baue ich das jetzt hier zu Halle der Toten aus. Wäre ja ein bisschen langweilig, wenn ich jetzt einfach nur so durchrushe, weil ich glaube, ich könnte jetzt schon mit 12 Ghouls und Arthas losziehen oder 11 Ghouls und Arthas. Ich glaube, es geht nur 12 Vorsicht. In einer Armee, aber ich glaube, das würde schon reichen. Dann könnte ich dann alles vernichten. Aber ich will ja auch mal alles zeigen und ja, keine Ahnung. Mir ein wenig Zeit lassen mit dem Spiel. Ich wollte ja auch eigentlich Assassin's Creed mal let's playen, aber wie gesagt, ich habe noch kein Aufnahmegerät und ich weiß immer noch nicht so hundertprozentig, ob jetzt Aufnahmegerät schon in der PS4 drin ist und falls es in der PS4 drin ist, ob dann das auch gut ist, also ob man damit gut aufnehmen kann, ob man mit diesem Aufnahmegerät gut aufnehmen kann, was da integriert ist.
Naja. Jetzt haben wir schon kaum Kosten, jetzt kriegen wir weniger Holz und Gold. Ne, Holz gar nicht. Nur Gold. Okay. So, wir rüsten unsere Armee nochmal aus. Mein Leben. Unser Arbeiter chillt hier noch ein bisschen die Base. Aber der hat sowieso nichts zu tun. Oh, für das eine haben wir nicht mehr genug Gold. Okay. Und gleich können wir eigentlich schon mal losziehen, ein bisschen. Und die restlichen dienen dann zur Verteidigung unserer Stadt. Die werden dann hier hingesetzt erstmal. Sprecht, Dummkopf. Endlich. Und wir ziehen hier gleich los in die Schlacht. Ah, endlich. Und ich warte eigentlich nur bis. Was ist das? Das ist ah, okay. Dann nehmen wir uns mal einen Fleischwagen mit, ne? Unsere Halle der Toten ist aufgerüstet. Hat jetzt übrigens 51 bis 50 Schaden. Finde ich ziemlich geil. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Und jetzt kann man hier Tempel der Verdammten bauen. Zauberer Produktionsgebäude bildet Totenbeschwörer und Banshees aus. Bietet auch die Ausbaustufen für Totenbeschwörer und Banshees sowie Skelett-Langlebigkeit. Ich weiß leider nicht, wie man das ausspricht, deswegen sage ich es einfach mal so. Und hier kann man Monstrositäten, die will ich bauen. Mein Schicksal ist beklemmend. Komischen Kackviecher da. Die zusammengesetzten. So. Und jetzt kann man hier mit der. Hat man ja schon in dem kleinen Vorfilm gesehen. Mit dem Fleischwagen kann man hier schön die Bäume wegnatzen. So. Was ist es diesmal? Endlich. Und dann kann man hier durch. Da oben ist ein Heilbrunnen. Ah, endlich. Der verräter Prinz der Menschen. Schnappt ihn. Oha. Alter. Die verlangsamen mich. Niemand erteilt. Ist das frech? Befehle. Oh, ich glaube, das wird heftig. Endlich. Sprecht, Dummkopf. Vielleicht sogar ein bisschen zu heftig. Ich glaube, es könnte krass werden. Jetzt, Frostmourne! Ja, ich glaube, wir müssen uns nochmal zurückziehen. Das wird hier leider nichts, glaube ich. Oder schaffe ich das hier Alleingang mit Arthas oder was? Endlich. Das ist schon besser. Jetzt, Frostmourne. Los! Ich baue hier oben nochmal mehr Ghouls. So, damit ich vor Angriffen geschützt bin. Niemand erteilt mir Befehle. Oh, Arthas hat aber schon ordentlichen Schaden, finde ich. Ah, endlich. So. Das Gebäude hätten wir jetzt auch. Scheiße, hat es wirklich noch geschafft, einen da rauszuholen. Was ist es diesmal? Jetzt, Frostmourne! Das ist schon besser. Oh, da kommt ein Angriff. Okay, okay, die beachten mich gar nicht. Dann ist es ja gut, dass ich hier Ghouls gebaut habe. Die werden das schon verteidigen, glaube ich. Und wenn nicht, dann habe ich ja immer noch mein Hauptgebäude. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Sprecht, Dummkopf. Niemand. Ach, hier liegt Papier Befehle auf dem Boden. So. Arthas ist aufgestiegen, das ist natürlich geil. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Das habe ich mir schon gedacht. Aber ich baue hier immer weiter fleißig Ghouls. Und du hörst bitte auf anzugreifen, du triffst deine eigenen. So. Das können wir auch danach zerstören. Jetzt machen wir erstmal die Gebäude platt. Das ist schon besser. So, und den letzten auch noch. Zack. Ja, ein kleines Dorf, nur mit Arthas und einem Fleischwagen hier und ein paar Ghouls, aber die sind ja sofort gestorben.
Und ich glaube mal, die nächsten Angriffe kommen auch von anderen Seiten. Deswegen muss ich das hier aufteilen. Wobei, ich könnte auch hier noch und da noch einen Turm, ein Haus, und daraus mache ich dann einen Turm später. Ich muss die ganze Zeit aufstoßen, ich habe gerade erst gegessen, mir eine schöne Pizza reingezogen. Was, der baut echt noch Soldaten? Okay, wenn er meint. Ach ja, stimmt, das gibt's ja auch noch. Keine Sorge, ich werde gleich noch Soldaten nachschicken. Die werden dann dazu stoßen. Euer Befehl, Meister. Aber wie viel sind das jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gut, dann baue ich da noch zwei hin. Die haben den ganzen Wald schon abgehackt, okay. Ist okay, ja. Egal, wir haben auch viel zu viel Holz schon wieder. Ach so, die Monstrositäten. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Kann man noch gar nicht bauen. Schade. Okay, dann kann man die erst in den späteren Kampagnen. Aber naja. Macht ja nichts. Du machst das da und das da kaputt. Wenn, dann wollen wir auch alles kaputt schlagen hier. So, und die restlichen, die werden jetzt zu Arthas geschickt. Hier unten hin. Zack. Vorsicht. Eigentlich könnte ich noch einen Fleischwagen hinterherholen, aber... Ach, weißt du, wenn man schon mal dabei ist, dann kannst du auch gleich alle. Dann kannst du gleich alle runterholen. Na, Arthas, du bist ja echt nicht so gut dabei. So, und die verteidigen das hier aber erstmal. Einen dahin, die dahin. Den ausbauen, den ausbauen. Ich hoffe, von da oben kommen keine. Nee, das glaube ich nicht. So, gleich kommen meine anderen Fleischwagen. Fleischwägen. Ich ziehe das in Erwägung. Okay, sorry. Genau, und du schießt damit drauf. Das hast du gut gemacht. Niemand erteilt mir Befehle. Doch, ich. Das ist schon besser. Ausbau abgeschlossen. So, und zu dritt geht das dann auch viel schneller. So, und jetzt warten wir noch, bis die restlichen Ghouls da sind. Sind ja nur noch jetzt drei, ne? 1, 2, 3, jo. Ich beuge mich eurem Willen. Es ist mehr Gold erforderlich. Halt, einen noch nach da unten. Ja, und die restlichen können eigentlich mal hier bleiben. So. Mehr brauchen wir nicht. Wir warten nur noch auf diesen einen Ghoul. Und der da gerade angekommen ist. Was ist das diesmal? Mehr können wir dann später auch gar nicht mitnehmen. Doch, zwei hätten wir noch mitnehmen können, aber egal. Ach du Scheiße. Endlich. Ihr drei, macht das mal. Die sind zu langsam dabei. So. Niemand erteilt mir. Ach du Scheiße, da ist schon wieder die Windrunner. Frostmourne hat Hunger. Endlich. Nein, 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 nein. Was ist das diesmal? Ah, endlich. Nein, das ist Windrunner. Geh weg, ey. Niemand erteilt blöde Kuh. Befehle. Endlich. Ich habe schon wieder einen Ghoul verloren. Endlich. So. Frostmourne hat Hunger. Jetzt müssen wir aber schnell weitergehen, sonst greifen endlich die uns immer weiter an. Und wir wollen die jetzt endlich mal vernichten, diese komischen Homo-Elfen da. Endlich.
Die Windrunner wird ja immer wieder belebt. Wo seid ihr? Vorsicht. Niemand erteilt mir Befehle. Ja, schon wieder alle Ghouls tot. Dummkopf. Frostmoon hat Hunger. So. Das war noch ein kleines Zwischenlager und diese Elfen, die sind wirklich stark, ey. Diese Hochelfen-Schwertkämpfer oder was das da für Dinger sind. Die hauen schon echt einen ordentlichen Schaden rein da. Was ist das diesmal? Das ist schon besser. Frostmoon hat Hunger. So. Endlich. Arthas kann diese Kampagne. Das Elfentor erreicht. Zum Angriff! Niemand darf überleben! Boom! Niemand erteilt mir Befehle. Du killst nicht meinen Ghoul? Was ist es diesmal? Für den Lichtkönig. Oh nein, 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 die wollen die Windrunner wiederbeleben. Niemand erteilt mir Befehle. Endlich. Rückzug, Rückzug, Rückzug. Scheiße, 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 scheiße. Lauf, 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 lauf. Sprecht, Dummkopf. Das ist schon besser. Boah. Endlich. Uiuiuiui. Okay. Okay, okay, okay. Das war heftig. Das war gerade richtig heftig. Aber egal, wir haben wenigstens einen Turm kaputt gemacht. Und gleich kommt aber die Windrunner wieder. Wir müssen uns beeilen. So, wir bauen noch mal ein paar mehr. Sprecht, Dummkopf. Die lasse ich trotzdem lieber mal da stehen. Ich habe ein bisschen Angst. Ich ziehe mich noch mal ein bisschen weiter zurück. Befehle. Das ist schon besser. So, ihr bleibt mal hier stehen schon. Weil gleich kommt nämlich diese komische Windrunner, die wird wie immer wieder belebt, ey. So. Alter. Was ist das diesmal? Sprecht, Dummkopf. Frostmoon hat Hunger. So, und ich nehme jetzt mal nur einen Fleischwagen mit. Endlich. Wir werden jetzt mal ein bisschen diese Sylvana ausrotten. Das ist schon besser. Das Schlimme ist ja nicht diese Warner, sondern diese ganzen kleinen Minisoldaten da. Die machen mir das Leben echt zur Hölle. Endlich. Das ist schon besser. Frostmoon hat Hunger. Boah. Ey, das sind aber auch viele, ne? Was ist das diesmal? Endlich. Lose Pein wird euch erwarten. Schlachtet sie nieder! Schlachtet sie ab! Endlich! Für den Lichtkönig! Vorsicht! Endlose Pein wird euch erwarten! Alter, ich werde hier echt abgeschlachtet! Frostmoon hat Hunger! Nein! Sprecht, Dummkopf! Scheiße! Das ist schon besser. Ey, das ist endlich. Richtig heftig. Das ist so heftig, Frostmoon, ne? Hat Hunger. Ah, der kann die reparieren. Endlich. Das wusste ich auch nicht, wenn ich ganz ehrlich das bin. Ist schon besser. Aber egal, wir können ja unendlich viele Fleischwagen bauen. Von daher ist das nicht so tragisch. Ah! Nein! Was ist das diesmal? Jetzt, Frostmoon! Sprecht. Scheiße! Ja, sauber. Das machen meine Fleischwagen jetzt ausnahmsweise mal gut. So. Der Arthas, der ist halb tot, ey. Unsere Goldmine ist fast erschöpft. Fuck. Was liegt an? Ey, ich hole gleich alle, ey.
Ich hole jetzt alle. Ich habe da ja noch meine Türme und mein Hauptgebäude. Die, wenn, im Notfall schaffen die das auch noch. So, es reicht. Der Spaß hört irgendwann auf. Jetzt wird's ernst. Nee. So, der wird mir gleich nochmal sagen, dass meine Goldmine eingestürzt ist, aber das macht mir gar nichts aus. Die zwei können ruhig weiter Holz hacken, das ist mir scheißegal. So. Das ist unser erster Trupp. Und das dürfte dann unser zweiter Trupp sein. Sprecht, Dummkopf. Nee, den Ghoul da oben nehmen wir nochmal mit. Nein, bleib doch hier. So. Und das ist unser zweiter Trupp. Zack. Sprecht, Dummkopf. Und jetzt gehen wir mit denen erstmal vor. Ich hoffe, ich schaff's noch. Warte, wir haben das Altar zerstört, in dem dieses Windrunner wiederbelebt werden konnte. Oh, da unten kriege ich gerade eine Nachricht von Skype, ey. Ich hoffe, das sieht man in der Aufnahme nicht. Vorsicht. Ist ja immer ein bisschen ärgerlich. Was ist das diesmal? Ich muss mal auf meine Fleischwagen warten. Die sind immer ein bisschen langsam. Beweglichkeit. Angriffstempo ist natürlich sehr, sehr geil. So. Und ich würde sagen, dann können wir halt stürmen. Hoppala. So, schlachtet sie ab. Das dürfte doch jetzt wohl hinhauen. Das gibt es doch einfach nicht. Ja. Passiert halt. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Sprecht, dumm. Ah, da ist noch so ein scheiß Altar da, ey. So, alle sollen angreifen. Greifen auch alle an. Vorsicht. Nein, greifen sie nicht. Ihr greift auch noch nicht an. Bitte angreifen. So. Das war wirklich schon ein heftiger Kampf, muss ich wirklich sagen. Ja, die sind erstmal scheißegal. So. Ich war während der ganzen Kampagne ein bisschen konzentriert, deswegen habe ich nicht so viel geredet. Ich hoffe, das ist jetzt nicht allzu schlimm. Ist natürlich ein bisschen unprofessionell, aber naja, was soll man machen? Allein der Anfang war schon ein bisschen gefailt. Jawohl! Hauptquest erledigt und ich glaube, jetzt kommt wieder eine Zwischensequenz. Zweiten Tor, zurück! Das Elfentor ist gefallen. Vorwärts, meine Krieger. Vorwärts zum Sieg. Sieg! Und wir gehen damit weiter. Boah, ich bin richtig außer Atem, ey. Boah, das war eine krasse Kampagne, muss ich wirklich sagen. Also, was heißt krass, ne? Ich meine, so schwer war es jetzt auch nicht. Also, verlieren konnte man schon kaum. Und natürlich seht ihr Kapitel 4 erst in der nächsten Folge. Uns nicht jetzt. Wir sehen uns dann nächste Folge dann wahrscheinlich. Bis dann, peace.